Hallo ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich zeige mal ganz schnell, wie man einfache Sticker machen kann mit der Cricut. Ich nutze die Cricut und habe mir gedacht, ich nehme einfach mal was, was man vielleicht am Anfang sowieso hat, wenn wir nämlich eine Cartridge benutzen. Zuerst auf Insert Image, das ist von den Bildchen hier oben. Das ganz oben, da werden alle möglichen Motive jetzt angezeigt. Aber wir gehen hier oben nicht All Image, auch nicht Kategorien, weil wir uns jetzt keine suchen, sondern auf Cartridge. Jetzt braucht er einen Moment. Da zeigt er sämtliche an, die es gibt. Und wie man sieht, hätte man jetzt hier oben den Kalender frei. 12 Monate wollen wir aber jetzt nicht machen. Jetzt gehe ich hier auf Suche und gebe da jetzt ein, welche ich möchte. Und ich nehme jetzt die Sub-Obia. Da hat er sie. Das sind 327 Bilder. Und das klicken wir hier hinten dann auch wieder an. Das Purchased heißt, habe ich gekauft. Dann zeigt er uns alle Bilder, die auf dieser Art Speicherkarte drauf sind. Und wie ich möchte jetzt einfach mal, ja zum Beispiel den Kochtopf. Ich mache jetzt einen Sticker für mein Filofax. Also eine Seite, habe es jetzt angeklickt und gehe jetzt hier unten auf Insert Image. So holt er sie rein auf die virtuelle Matte. Da haben wir den. Jetzt ziehen wir den einfach hoch. Ich orientiere mich immer hier. Da das ja ein Sticker wird, lasse ich mir hier diese ersten Kästchen frei. Und es gibt jetzt zwei Arten, die Größe zu verändern. Und zwar lasse ich es frei, dann hat der Drucker die Möglichkeit, die Passamarker zu setzen und ich kann mich besser orientieren. So, und den Ganzen machen wir jetzt auf. Hier sieht man es dann. Halt, Moment. Weite ist, wie breit er ist und die Höhe. Und ich orientiere mich immer gern an ungefähr 1 Inch groß. Das wäre jetzt ein Schneidmotiv. Der würde jetzt praktisch, das sieht man hier, einmal das Schwarze schneiden und einmal den roten Hintergrund, sodass beides zusammen ein aufeinandergelegt dann ein Art 3D-Motiv gibt. Und ich gehe jetzt aber hier auf Flatten. Dort fügt er mir dieses Bild zu einem Druckmotiv zusammen. Das war schon die ganze Kunst. Und weil wir jetzt mehrere haben wollen, oder ich, schiebe mir den jetzt hier so ein bisschen hoch, gehe hier oben auf Copy und auf Paste. Somit kopiert er mir nochmal. Jetzt möchte ich aber gern noch ein. Und so lassen wir es mal. Schauen wir mal, wie viel nebeneinander passen. Und dann orientiere ich mich immer, dass ich nicht weiter bis zur 7 rauskomme, weil ein A4-Blatt geht offiziell bis ungefähr zur 8. Das habe ich mir mal selber rausgetüftelt. Die setze ich jetzt so nebeneinander. Schauen, dass es mir eigenermaßen gefällt. Den holen wir jetzt auch noch weiter ran. Ja, so. Und jetzt nehme ich alle drei, markiere sie mir Moment, hat er nicht richtig markiert. Ich muss ein Stück höher ansetzen. Jetzt hat er sie. Und gehe wieder auf Flatten. Jetzt hat er hier alle drei einzeln. Wenn ich auf Flatten gehe,
fügt er sie mir zu einem zusammen. Ja, man sollte auch richtig. So, jetzt. Das sieht man dann hier. Hat er alle drei auf 1. Weil ich aber jetzt gern 6 Töpfe möchte, klicke ich sie nur an. Dann setzt er wieder diesen Rahmen. Und jetzt gehe ich einfach wieder auf Copy und Paste. Dann hat er sie mir wieder geholt. Und die schiebe ich mir jetzt einfach nur runter. Markiere sie alle. Jetzt geht das Flatten wieder an. Da gehe ich wieder drauf. Und dann hat er mir schon alle 6 wieder auf ein Bild. So könnten wir jetzt das nächste holen. Das machen wir auch. Wieder auf Insert Image. Das sind immer alle die, die er im Programm hat. Upload Image sind die, die wir aus dem Internet holen. Oder die wir uns aus dem Internet runtergeladen haben, auf dem PC gespeichert haben. So. Dann gehe ich wieder auf die Cartridge. Gebe wieder Suburbia ein. Ist jetzt mal ein Beispiel. Es gibt ja verschiedene. Ah, mal habe ich da Quark geschrieben. Jetzt. Dann wieder hinten. Alle im Bilder. Und dann nehme ich mir doch gleich noch das Telefon. Suche ich mir jetzt raus von all denen. Wie man sieht, wenn man ba einen Tag zum Backen hat oder wenn man bügeln muss, ins Konzert geht. Also hier ist so vieles Verschiedenes drauf, was man immer wieder gut verwenden kann. So, jetzt müsste gleich das damals. Es gibt auch noch eine Schreibmaschine und anklicken, dann macht er das grün, dann hat er es genommen praktisch. Dann unten auf Insert Image. Das ist natürlich jetzt ein bisschen groß, ist klar, wir machen es uns ja kleiner. Und jetzt nehme ich einfach mal die andere Variante, das kleiner zu machen. Und zwar dieser Rahmen hat 4 Zeichen. Einmal das Löschen wieder. Hier unten, wenn man darauf geht, zeigt er an, wie die Größe jetzt ist. Oben wäre Spiegeln und Drehen. Also mehr Drehen, Spiegeln wäre woanders. Jetzt können wir hier auf das Schloss gehen. Oder wir klicken eben das an und dann aufs Schloss. Ich gehe jetzt hier aufs Schloss, auf Edit. Hier oben ist Layers, Edit. Das Synchronisieren weiß ich nicht, habe ich noch nie gebraucht. Und Canvas ist wahrscheinlich nur Umrisse, keine Ahnung. So, und jetzt können wir hier eingeben, wie groß wir wollen. Und wir lassen das jetzt so angepasst. Wir ändern jetzt nur, mal gucken, wie er es macht. Auf 1 Inch, wie es dann aussieht. Ah, das nicht ganz genommen, muss ich schon beides. Na, jetzt geschlossen wieder. Okay, nochmal. Ah. Okay, jetzt hat das da wieder. Das Schloss ist auf. Und dann ändern wir mal doch oben auch noch ein bisschen kleiner. Gucken, wie es bei 1,50 aussieht. In der Weite und hier. Jetzt macht das aber ganz gut. Sieht bestimmt doof aus. Ah, nee, das kann man echt so lassen. So, dann nehmen wir das doch gleich so. Also ich habe hier das Schloss wieder geschlossen und werde das hier so auch machen. Und jetzt wieder auf
Layers. Dann hat er das Flatten schon offen. Da nur drauf gehen. Hat das zu einem Druckbild umgewandelt. Man sieht es auch hier. Und das schiebe ich mir jetzt so hin, wie ich es möchte. So. Oben wieder auf. Copy und Paste. Hat das mir einmal und das machen wir gleich nochmal. Dann schauen wir mal, wie drei nebeneinander aussehen. Wahrscheinlich wie die Töpfe, dann passt's. Ein Stück höher. So. Das auch. Bin hier gerade ein bisschen in einer blöden Haltung. Anders wusste ich aber nicht, wie ich das mal machen kann. So. Jetzt markieren wir die drei. Wieder auf. Er zeigt sie eigentlich schon an. Flatten Set. Das wären die drei Telefone. Ich gehe oben wieder aufs Flatten. Dann hat das wieder alle drei zusammengefügt. Und dann kopiere ich mir die nochmal, damit ich sie nochmal habe. Oben wieder auf. Also anklicken, dann setzt er den Rahmen. Oben auf Copy. Und daneben auf Paste. Dann holt er die drei wieder, die drei Telefone. So. Die schieb ich mir einfach nur so runter. Und das war eigentlich schon die ganze Kunst. Jetzt lassen wir es mal so, damit das auch nur ein kurzes Video wird. Und jetzt markiere ich mir alle. Nicht kopieren, markieren. Und gehe, jetzt hat er ja diese drei Bilder. Gehe jetzt wieder auf Flatten. Und dann hat er mir alle zu einem zusammengefügt. Und dann können wir einfach schon auf Go. Hat er mir noch kurz gezeigt, was ich vorher gemacht habe. So, die setzt er jetzt quer, weil sie mehr breiter sind. Also er geht mehr vom A4-Papier, das ist praktisch das A4-Papier, geht er jetzt mehr in die Länge. Ist aber auch kein Problem. Darf er gern so machen, weil diesen Rand hier, wo die Passamarker drauf sind, schneide ich sowieso so ab. Und dann habe ich in meinem Filofax eine Hülle und da kommt die dann mit rein. So, go. Jetzt wird es ein bisschen laut. Gleich, weil ja jetzt der Drucker arbeitet. Den habe ich übrigens hier hinter mal gestellt. Ja, weil mein anderer Drucker irgendwie nur Fotos drucken will, aber nicht das, was er, also so Bildchen nicht, will er nicht. Auf Printpage. Ich hoffe, dass der Drucker jetzt macht, was er soll. Also es liegt jetzt nicht mehr an der Krikart, liegt jetzt nur noch am Drucker, was jetzt passiert. Dann hier oben auf Print. Und jetzt nicht erschrecken, es wird jetzt laut. So. Ich hätte sie glatt noch kleiner machen können, sehe ich gerade. Aber gut, das sind sie. Also er hat sie jetzt so rausgelassen. Wir drehen uns aber so, dass wir die zwei Ecken oben haben und das dritte unten. Und jetzt lege ich das einfach auf die Schneidmatte. Meine ist schon ein bisschen sehr im Gebrauch gewesen, also sie hält nicht mehr wirklich. Ist aber auch gar kein Problem. Dann haben wir hier oben das Rädchen und das habe ich auf Paper, aber aufs allerletzte gestellt. Jetzt zeigt er uns schon, dass er gerne das Papier möchte. Das machen wir auch. Gleichzeitig passiert auch was am Bildschirm. So, jetzt will er, dass wir loslegen. So. Und dann liest auch schon der Leser ein.
dauert gerade vorne am vorderen Eck immer ein bisschen länger. Ich denke mal, da liegen wohl die Hauptfaktoren. Die anderen zwei Ecken gehen ratzfatz. Da fährt er gleich rüber. Und jetzt noch unten im unteren Eck. Und dann legt er auch schon los. Und schneidet mir jetzt nur so, also er schneidet nicht die untere Schicht vom Etikettenpapier mit durch, sondern wirklich nur oben. Jetzt setzt er da irgendeine Markierung, die habe ich immer noch nicht gerafft, für was, aber gut, die wird er irgendwie brauchen, weil die setzt er immer irgendwie woanders. Und dann schneidet er schon. So, ist er beim letzten Topf. Und dann leuchtet da schon die Lampe. Er will uns das Papier wiedergeben. Oder sie, die Creaker. So, dann hebe ich das nur ab. Also für Sticker ist halt auch gut, wenn man eine Matte nimmt, die wirklich schon ein bisschen abgenutzt ist. Weil die Folie von hinten haftet sich irgendwie trotzdem immer ein bisschen ran. Oder ich habe da so eine Stelle, die ich nicht viel verwendet habe. So, haben wir sie. Und jetzt sieht man halt ganz genau, dass das Sticker sind. Jetzt löschen wir das. Und als nächstes möchte ich diese anderen Sticker erstellen, aber nach eigenen Maßen für meinen Pfeilhof. Und zwar gehe ich da auch wieder auf Insert Image. Das lasse ich jetzt aber diesmal so mit all den ganzen Bildern und gebe jetzt da oben Flex ein. Dann erscheinen wieder alle möglichen Fahnen, die auf irgendwelchen Cartridge drauf sind. Und ich habe aber schon eine drauf oder mehrere durch die Cartridge. Jetzt suche ich mir diese. Diese habe ich gekauft, diese habe ich gekauft. Unten kommen noch andere. Also ist einmal mit einer Spitze und einmal, wo die Spitze nach innen geht, und genau das möchte ich jetzt. Wieder Insert Image und so holt er sie wieder rein. So, und jetzt möchte ich das ja komplett mit meinen eigenen Maßen nehmen und da bediene ich mir der Umrechnungsmaßeinheit, weil mit Inch und Zentimeter umrechnen habe ich es nicht ganz so. Jedenfalls nicht aus dem Kopf. Und da muss ich meine letzte Eingabe noch löschen. War halt noch drin. So, und ich möchte das jetzt einfach auf 4 cm in der Breite und 5 cm in der Länge. Jetzt gebe ich hier einfach mal die 4 ein. Umrechnen. Und dann nehmen wir die 1,57. So, jetzt machen wir es wieder offen. Hier unten das Schloss wieder geöffnet. Gehen jetzt hier oben wieder auf. Ah, jetzt will er mir das. Nee, das wollen wir nicht jetzt. Sondern auf Edit. So, und da kommt mal wieder mein Alzheimer. Was hat er gesagt? Ah, 1,56. In der Breite. Haben wir ja fast.
1,56 und in der Länge wollen wir die 5 cm. Da machen wir einfach die Eingabe löschen und geben hier die 5 ein. Umrechnen 1,97. Ändern wir dann wieder hier. 1,97. Also er nimmt da den Punkt, nicht das Komma. Und jetzt machen wir einfach das Schloss wieder zu. So, hat das geschlossen. Und so groß passt es jetzt. Ich habe jetzt eine Woche genommen, wo ich noch nicht, besser gesagt, die schon ganz alt ist. Nicht wundern, weil in den darauffolgenden Wochen steht bei mir immer jeweils schon was drin. Und ich möchte das jetzt genau hier so hin haben, auf den Samstag. Als Beispiel jetzt mal. So, und jetzt möchte ich das aber nicht in den Farben. Ich möchte jetzt gern die Farbe ändern. Und da gehe ich dann hier oben auf Layers. Da zeigt er mir wieder beide Bilder. Es werden eigentlich einmal der Hintergrund geschnitten im Ganzen und einmal dieses, ich nenne es mal Pfirsich, so in dem in etwa, wäre dann oben drauf als Schnittdatei. Und das übereinander gelegt würde dann halt dieses Bild ergeben. Und ich will jetzt den Hintergrund, der leuchtet da dann immer so ein bisschen türkis auf, macht er nachher aber nicht mehr, sondern ist nur, dass wir wissen, dass wir den Hintergrund meinen, also die erste Schicht theoretisch. Und die ändern wir jetzt mal auf, ach, dieses Grau, ja doch, genau, auf dieses Grau. Wir könnten jetzt hier auch noch in diesem Farbkästchen noch weiter die Farben ändern. Aber jetzt nehmen wir dann mal wieder zurück auf, da treffe ich nie den genauen Punkt, genau so. Also wir können dann hier drin immer noch ändern, die Farbe. Und jetzt möchte ich das nicht mehr in diesem Peach, sondern ich hätte es gern in Lavendel. Und selbst hier zeigt er mir diesen Kreis. Und da kann ich dann immer noch variieren, wie ich es gern hätte. Mehr vielleicht mit Grauanteil. So sieht's ganz gut aus. Und das lasse ich mir auch so. Und klicke das wieder an. Und jetzt gehe ich einfach wieder auf Flatten. Dann hat er mir das wieder als ein Bild gemacht. Und das möchte ich ganz gern wieder, ja, so dreimal. Gehe ich wieder hier oben auf Copy. Daneben Paste. Und nochmal Paste. Dann hat er mir schon mal die 3. Ich denke, die passen ganz gut hin. So. Können wir das noch dazu holen? Vielleicht noch ein viertes. Ja, wir schieben es zusammen. Wir holen uns noch ein viertes. So. Nochmal Copy. Weil wir es jetzt schon mal was drin wieder gemacht haben, mache ich zur Sicherheit immer noch mal auf Copy, dann auf Paste, dann holt er mir wieder nur das eine, schiebe ich mir auch hier hin und jetzt hätte ich ganz gern noch einen Text. Muss nur geschwind was überlegen, weil ich mir ja meine eigentlich schon gemacht hatte. Da gehen wir erstmal auf Edit Text. Dann kommt so ein Kasten und da können wir schreiben. To do ist doof. schnell. Ach, wir nehmen Projekte. So. Da hat das jetzt als Ganzes das Wort. Und das ändere ich jetzt auch so auf die Größe, wie es mir darauf passt. So. Noch ein Stück. Noch ein bisschen schieben. Und noch ein Stück.
Stück, ja, so. So sieht es ganz gut aus. So, und jetzt kopiere ich mir einfach nur noch das. Wieder auf Copy. Paste. Und nochmal. Und nochmal. So, da hat er sie alle. Ist jetzt eine Variante. Ich hätte jetzt auch das erste komplett fertig machen können und dann im Nachhinein nur noch das fertige kopieren. Man sieht auch, wie er hier immer mitgeht, bei welchem wir gerade sind. So. Dann flätten wir mal. Dann machen wir mal so. Gucken, ob. Genau. Auf Flätten wieder. Also alles markiert, alle vier markiert und geflättet und dann passt's. So, und ich würde es jetzt gern eigentlich die nochmal kopieren, aber ich möchte gern noch was anderes machen. Und zwar mache ich mir jetzt auch für meine eigenen, jetzt fällt mein Lineal runter, meinetwegen auf den Sonntag hier so lang hin. So, ein Sticker. Da gehe ich auf Insert Shapes. Das ist halt dieser Stern mit dem Kreis. Und hole mir das Viereck. Und das ändere ich jetzt auch. Gehe ich hier oben wieder auf Edit. Öffne das Schloss. Und kann jetzt meine eigenen Maße angeben. Jetzt muss ich schnell mein Lineal hochholen. So. Und da möchten wir wieder die 4 cm in der Breite. Und hoch wollen wir jetzt mal nur 0,7. So, gehe ich wieder auf die Umrechnung. Doch 4 cm in der Breite. Das war. Halt alles löschen. So, Zentimeter 4. Genau, 1,57. Löschen wir mal gleich. Geben wir ein. Also bei Y. Nee, bei einer Breite. 1,57. Und in der Höhe wollen wir ja nur die 0,7. Geben wir bei Zentimeter 0,7. Ist dann 0,28 Inch. Null Punkt 28. So, dann machen wir das zu. Jetzt hat er mir das so hin. Und hat praktisch genau die gleiche Breite wie oben. Und da schreibe ich jetzt rein. Da schreiben wir jetzt To-Do rein. Auf. Machen wir erstmal weg. So. Also ins Leere klicken. Jetzt auf Edit Text. Da schreiben wir jetzt, oder ich, To-Do. Ich nehme jetzt mit Absicht nur diese eine Schriftart, die könnte man dann auch noch ändern, aber das können wir ja ein andermal machen. Und das mache ich mir jetzt auch so, wie es mir hier rauf passt. So sieht es ganz gut aus. Jetzt will ich das Viereck nicht als grau, sondern auch in einer schönen Farbe. Da gehe ich wieder auf Layers. Gehe dann hier auf dieses Square, Viereck praktisch, und wähle mir jetzt eine Farbe. Wenn wir oben schon helles Lila hatten, dann nehmen wir doch jetzt mal Rosé Pink.
So, jetzt will ich die Schriftart ändern, also die Farbe der Schrift. Gehe dann praktisch hier, also ich habe es angeklickt, dadurch ist automatisch die Schrift hochgerutscht. Und gehe jetzt hier auf den Buchstaben T für To-Do und nehme da jetzt Weiß. So, hier zeigt er mir schon den Hintergrund, hat er mir schon nicht sichtbar gemacht, weil den will ich auch gar nicht haben. Ich will jetzt nur die Schriftart. So, jetzt markieren. Oben auf Flatten. Dadurch hat er es mir so gemacht. Und das will ich jetzt nur noch kopieren. Hier oben auf Copy. Auf Paste und paste jetzt so oft, wie ich das haben möchte. Ich möchte es gern viermal. Vier. So. Und schieb mir die jetzt wieder so hin, wie ich es haben möchte. Möglichst mit Papier sparen. Deswegen kann das hier alles noch ein bisschen höher. Und ein bisschen Platz lassen zwischendurch, obwohl er das trotzdem erkennt. Man denkt, der Ausdruck ist unscharf, aber er schneidet den inneren Rand. Dadurch schneidet er das fransige, den fransigen Druckrand, so nenne ich es jetzt mal, automatisch weg. So, jetzt markieren wir wieder alle vier, gehen dann wieder da drüben. Also jetzt sieht man, dass er alle vier noch einzeln stehen. Jetzt gehen wir wieder auf Flatten. Dadurch hat er sie alle auf 1. Jetzt möchte ich die gern wieder kopieren und das gleich mehrmals. So, Copy, Paste. Und das hätte ich gern gleich dreimal. So, schiebe ich es mir nur noch so hin, wie ich es möchte. Hätten wir theoretisch unten immer noch Platz. Mal gucken, ob die noch mal hinpassen, wenn wir sie uns noch einmal kopieren und pasten. Und wenn wir die jetzt nach da unten holen, dann haben wir sie nämlich doch zweimal. So. Einmal ins Leere tippen. Jetzt alle markieren, weil man sieht, er hat sie alle noch einzeln, also die zweimal die lilanen oder fliederfarbenen und dreimal die To-Do. Und jetzt drüben wieder einfach nur auf Flatten. Und dann hat er sie uns alle wieder zu einem gemacht. Und jetzt wieder Go. Ja, da zeigt er mir das zu groß. Dann mal, jetzt können wir wieder auf Anflatten gehen. Dann macht er sie wieder einzeln raus. Und jetzt gucken wir mal, ob es reicht, wenn ich die nur aneinander schiebe. Andernfalls nehme ich die unteren weg. Könnte man jetzt andere kleine Sachen noch hinmachen? So, dann gucken wir mal, ob er die so nimmt. Jetzt machen wir es wieder flatten. Und schauen mal dann, wenn nicht, machen wir mehr To-Do. Und dann geht's auch. Er scheint sie so zu nehmen. Ja. Das war jetzt okay so. Bisschen mehr zusammengeschoben. Er macht sie dann wieder in der Höhe. Das ist aber überhaupt kein Problem. So. Jetzt wird es wieder laut. Das ist wieder der Drucker. Printpage.
Es dauert immer einen Moment. Wollen wir das jetzt speichern? Nö, speichern wollen wir nicht. Wahrscheinlich muss ich jetzt erst wieder der Drucker aktivieren. Und zwar habe ich den jetzt dran. Und jetzt geht er auf Print. Und dann zeigt er im Prinzip schon an. Er druckt jetzt praktisch erst Print. An diesem Rädchen hätte ich jetzt die Zeit, die Einstellung Papier, Cardstock, Vinyl zu verändern. Während er druckt, kann ich das immer noch machen. Ich kann es auch noch danach machen. Dann geht die Rikard ganz geschwind auf Pause. Was natürlich nicht mehr geht, ist, wenn sie schon schneidet. Dann geht es natürlich nicht mehr. Aber hat sie schon mal die Einstellung jetzt gespeichert? So, da haben wir das Bild. Genau. Also so kam es jetzt raus. Wir drehen uns das, dass wir wieder die zwei Ecken oben haben und die eine unten. So, dann wieder auflegen. Da, sie wartet im Prinzip schon auf uns. So. Papier einfahren. Und Start. Dann geht wieder der Laser an. So. Jetzt brauchen wir es ja jetzt nicht alles angucken. Und man sieht halt, dass der Druck unscharf ist am Rand, aber das macht überhaupt nichts, weil die Maschine nimmt den inneren Rand, sodass immer noch vom Schwarz was da ist, aber der unscharfe Druck außen ist dann halt weg, wenn man den Sticker ablöst. Solange ist er natürlich da. Also die schneidet circa von dem Schwarz in der Mitte. Macht da das To-Do. Und auch da könnte man denken, die sind alle aneinander. Nein, er hat zwischendurch dann immer so 1-2 mm Platz zwischen, sodass man die Sticker gut ablösen kann. So, gleich ist fertig. Jetzt, und dann zeigt es hier schon an, er will uns das wiedergeben. Wollen wir natürlich haben. So. Und das ist dann wieder die Bildschirmeinstellung und jetzt steht hier unten Finish. Also wir sind mit dem Druck fertig. Wir wollen den nicht nochmal haben, sonst könnten wir jetzt einfach wieder auf Print Page, dann druckt er wieder. Wir können es wieder einlegen und das können wir so oft machen, wie wir wollen. Wir könnten aber hier auch gleich eingeben, wie oft er das machen soll. Mache ich aber selten, weil manchmal entscheide ich mich spontan um, sage mir, oh nee, jetzt möchte ich die doch noch in Orange oder Gelb oder keine Ahnung. So, und dann einfach nur unten auf Finish. Das heißt, fertig. Die Krikat geht auf Standby. Und da sind wir bei dem Bildschirm wieder und das war es auch. Ja, und dann einfach nur wieder ablösen. Ich habe es jetzt ein bisschen radikal abgemacht, mal schnell. Aber so sieht es dann aus. Und also im Prinzip hat das jetzt so genommen.
Unten eins, oben zwei. Ich habe es abgelöst und schneide mir dann praktisch immer hier so schön einen ordentlichen Rand. Dann ist es genau für meinen Filofax, für die Hülle. Das sieht dann in etwa so aus. Moment. So eine. Das ist jetzt keine Original Filofax, sondern das ist eine aus einem ganz normalen Schreibwarenladen. Ich glaube sogar, die habe ich bei Müller gekauft und habe mir die zusätzlich nochmal gelocht. Also geguckt, wo es passt und dann nochmal ein Loch rein, weil die passen original sonst nicht. Und das passt dann ganz genau rein, wenn ich den Rand weggeschnitten habe. Jo. Und da sammle ich gerade meine alle. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen und vielleicht konnte ich ja ein bisschen helfen oder inspirieren, dass man doch vielleicht ein bisschen, wenn man schon so eine Maschine besitzt, ein bisschen Geld spart und nicht jeden Sticker kaufen muss. Und so kann man sich die ja auch selber beschriften. Sieht man ja hier, To-Do-Projekte. Man kann ja jeden Quatsch da im Prinzip raufschreiben, Größe anpassen, Farbe ändern. Ja, das waren jetzt mal die zwei Varianten. Es gibt natürlich noch etliche andere. Man könnte die sich auch selber erstellen. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video von. Aus einem Quadrat und einem Dreieck, wenn man diese Flex nicht hat. Weil diese habe ich, glaube ich, mal auf irgendeiner Cartridge drauf gehabt. Aber man kann genauso aus dem Internet runterladen und dann nur dann eben per Upload-Image sie reinholen ins Programm und dann genauso bearbeiten. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.